Talent, alles wieder okay? Alles wieder in Ordnung. Helmut Talent and the Hotter Than July Orchestra. Dankeschön. Sehr freundlich. Sehr aufmerksam. Ich hätte es mir so gewünscht, dass Franz, meine Damen und Herren, und hat ein Mann in Deutschland schon mal so eine Presse bekommen wie heute Franz? Bild, Taz, Süddeutsche, alle haben ihn so groß, lange nicht gemacht, fällt mir gerade auf, ja? So groß auf dem Titel. Ich hätte mir noch gewünscht, dass er gestern noch, das wäre das Tüpfelchen auf dem i gewesen für mich persönlich, wenn er den Innenminister Otto Schiele noch umarmt hätte, aber er hat nur den Arm so, kurz so raus. Und haben Sie das heute verfolgt? Warum wir die WM bekommen haben, hat Ihnen bis heute Morgen der Name Charles Dempsey etwas gesagt. Sehen Sie, so geht es vielen. Und ich dachte erst, Dempsey, das war mal ein berühmter Boxer. Nein, das war Jack Dempsey. Und Charles Dempsey ist im besten DFB-Vorsitzendenalter, er ist 78. Und sein Verband hat zu ihm gesagt, Charles, listen, if you sit there in Switzerland, make your cross by South Africa. South Africa, not so far away from us and Germany. Und Charles Dempsey ging ins Hotel, South Africa. Damit er es nicht vergisst. Und dann hat er sich hingelegt. Und als er aufgewacht ist, vergessen, wofür er sich entscheiden sollte. Ist auch schwierig. Südafrika, Deutschland. Kann man schon mal durcheinander kommen. Ja? Und dann hat er sich enthalten. Und das bedeutet, nach den klar harten Regeln der FIFA, hätte Charles Dempsey abgestimmt, wie es sein Verband ihm befohlen hat, dann wäre es 12:12 gestanden. Und dann hätte, wie es sich gehört, die Stimme von Sepp Blatter den Ausschlag gegeben. Und dann wäre die WM 2006 nach Südafrika gegangen. Und ich sage, Glück gehabt. Deutscher Pass für Charles Dempsey. Ja. Wir sind Freunde geworden. Wir sind Freunde geworden. Wir waren bei euch zu Gast. Wir haben eure Speisen gegessen. Wir haben euren Wein getrunken oder auch euer Wasser. Und ich meine, ich kann einen Charles Dempsey verstehen. Charles Dempsey. Deutschland ist so begeistert vom Kaiser. Und viele sagen schon, könnte er denn nicht morgen auch noch die Expo segnen? Der Kaiser auf der Expo. Plötzlich, muss ich sagen, ist unser schlechtes Abschneiden bei der AM völlig anders zu bewerten. Denn warum haben wir die WM bekommen? Weil wir bescheiden aufgetreten sind. Ja. Haben gestern alle gesagt, die Deutschen nicht mehr wie früher, mal Platz hier. Ja, warte mal, bevor wir meinen Koffer anfassen. Bescheiden. Und das Ausland, Jack Dempsey, hat zum Beispiel Charles Dempsey, unsere Mannschaft gesehen, sagt, hey, können nicht mehr stoppen. Kriegen WM. Sympathisch. Nicht mehr dieses Frühjahr, wo wir überall gewonnen haben und abgeräumt und ins Finale. Nein. Und alle, die bisher weghaben wollten, Egidius Braun, wegen seines Alters. Ich sage es nochmal. Ohne einen 78-Jährigen hätten wir die WM gar nicht gekriegt. Erst mit 78 weiß man nicht mehr, wo das Kreuz hingehört. Franz, unser sensationeller Kaiser, Kanzler, bigger than life, Franz. Was macht er heute? Er ist nachdenklich geworden. Und zwar, er ist hierher zu uns gekommen, vor das Studio, um zu überlegen, wie kann ich die WM 2006 ab jetzt perfekt organisieren. Schalten wir gerade mal raus zu Franz, er geht hier vor dem Studio auf und ab. Franz Beckenbauer, meine Damen und Herren. Tolle Sache, er überlegt, auf dem Rasen, im Charles Dempsey Stadion hier in Köln-Mühlheim.
Vielen Dank, Franz. Heute Abend. Rüschig. Hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Meine Damen und Herren, großartige junge Sportlerin heute Abend bei mir zu Gast. Und zwar geboren in Sibirien. Und dann sind die Eltern nach Deutschland gekommen mit ihr. Sie lebt jetzt in Zweibrücken, um sich von Sibirien nicht allzu sehr umstellen zu müssen. Und sie ist amtierende Hallenweltmeisterin im Stabhochsprung, einer noch jungen Sportart für Frauen. 4,50 Meter, ihr persönlicher Rekord. Bei uns heute Abend Nastja Rüschig. Mein zweiter Gast gehört zu meinen Lieblingsmoderatoren im Powersender NTV. Er ist heute hier, er hat ein Buch herausgebracht, also heute von ihm gekauft werden kann. Das Buch heißt, das wird viel überraschen, Die Börse. Mr. NTV heute bei uns zu Gast, Michael Mross. Sag mal, wie heißt das nochmal, wo die Gäste bei uns wohnen? Jugendherberge. Jugendherberge. Unsere Jugendherbergen sollen attraktiver werden. Oder erlauben Sie mir als langjährigen Jugendherbergsnutzer zu sagen, noch attraktiver. Noch. Habe viele Urlaube in Jugendherbergen verbracht. Ja? Mehr Zwei- und Vierbettzimmer in den Jugendherbergen, bessere Küche und noch mehr Freizeitangebote. Tolle Sache. Unsere Jugendherbergen, oder wie es bei den jungen Menschen heißt, Pettinghöhlen. Jugendherberge, ja, Sie wissen es, eine Art Swingerclub für Studienräte. Diesen Scherz, meine Damen und Herren, haben wir heute von einer Zuschauerin bekommen, aus dem Internet, von Melanie Bell aus Ganderkesee. Sie wissen ja, Sie können uns jetzt jeden Tag auf unsere Homepage Witze schicken und den besten trage ich hier jeden Abend mit künstlerischer Miene und Ausdruck vor. Viele Jugendherbergen ja, bieten ja mittlerweile komplett organisierte Klassenfahrten. Das ist wirklich toll. Von Magenauspumpen bis zur Schwangerschaftsabbruch. Ja. Freizeitspaß, Kanufahrten, Umweltprojekte, so ändern sich die Zeiten. Zu meiner Zeit, ja, da stand in der Jugendherberge in der Beschreibung, auf Wunsch kann statt Hagebuttentee auch Kaffee angefragt werden. Ich habe meinen kompletten Urlaub in Schottland in Jugendherbergen verbracht. Mit Voranmeldung, immer von Juhe zu Juhe. So ist das ja locker bei uns, wenn ich Juhe zu Juhe gewandert. Und dann stand man da und machte sich abends so Baked Beans. Und plötzlich kam einer und sagte, is this your flame? Hey, auch aus Deutschland. Finde ich ein toller Satz. Man brutzelt und sagt, is this your flame? Ist das deine Flamme? Yes, but you can use it. Damals war man völlig anders drauf. Oder wenn man Menschen aus anderen Ländern gekennt hat, dann haben sie gesagt, oh Gott, lass uns hier rübersetzen. Nein. Man hat gesagt, hey, where do you come from? Oh, from Morocco, great. And you are also here with Interrail? Super. Can I have your phone number and address? And please come and visit me. Nee, das habe ich schon damals nicht gesagt. Ja, aber so Adressentausch im Urlaub ist ja ganz was Wichtiges, finde ich zum Beispiel. Kommt doch mal vorbei. Und dann machen Sie es wirklich. Grausam. Ding dong. Haben Sie es auch mal festgestellt? Wirklich, Leute aus dem Urlaub sehen zu Hause immer scheiße aus. Ja? Man kann das nicht anders formulieren. Ist doch so. Der Fischer aus Kloppikloss oder was weiß ich, so Mucki, ja, behaart, der so locker das Boot an Land zieht. Wenn er dann kommt, angezogen mit Pulli, hier in Deutschland, alles weg. Der Bergbauer wirkt nur am Berg. Der Skilehrer nur am Ski. Und wenn Sie dann zu Hause klingeln, mit Reisetasche, aus. Kein Adressentausch im Urlaub. Grundgesetz, morgen ändern. In Kolumbien tut man jetzt was für die Jugend. Es gibt dort jetzt Schulen für Drogenkuriere.
Und zwar, man lernt, wie man Präservative gefüllt mit Kokain verschluckt und dann im Magen transportiert. Muss ich vorstellen, was es überall gibt. Es steht uns nicht zu, über Kolumbien zu urteilen, meine Damen und Herren. Ich schildere das nur als objektive Tatsache. Ich war nie da, ich habe nie ihre Speisen gegessen, ich habe nie ihren Wein getrunken. Aber wir sind Freunde. Yes! Kolumbien, Schule für Drogenkuriere. Oder wie wir hier in Köln-Mülheim sagen, Schule. Ich war ein bisschen irritiert, weil ich habe gelesen, der Kokainkonsum hat sich in den letzten 4 Jahren verdoppelt. Da begreife ich nicht, dass der deutsche Film immer noch nicht boomt. Ho, 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 ho. Franz, wie geht's mit dem Nachdenken? Ja, er wirkt sehr, sehr nachdenklich. Das ist der berühmte damals in Rom. Gang von Franz Beckenbauer. Das hier ist das Buch von Michael Mross, Die Börse, erschienen im Econ Verlag. Das sagen wir immer dazu, weil wir eine sehr kultur- und verlagsbewusste Sendung sind. Wenn Sie noch kleine Geräusche hören im Hintergrund, das sind teure, millionenteure Geräte, die hier über notdürftig zusammengenagelte Behelfsrampen nach oben gewuchtet werden. Ich habe Ihre Speisen gegessen. Wir haben Ihr Wasser getrunken, Ihren Wein. Franz war so gut bei der Präsentation. Mein Lieblingssatz war, wie er gesagt hat, wir haben die beste Fluggesellschaft, wir haben die Lufthansa. Und ja gut, sicher, wer nicht fliegen mag, ja gut, der fährt mit dem Zug. Mr. Dempsey, come and enjoy our train, if they don't quit you in New Zealand. Charles Dempsey, was muss das für ein Gefühl sein auf dem Flug zurück von Zürich nach Neuseeland? Oh shit, ich habe den falschen Zettel ausgefüllt. Oder? Oh Lord. Oh shit. Wie heißt eigentlich die Hauptstadt von Neuseeland? Wellington, oder? Kann man da direkt fliegen? Zürich-Wellington? Man muss wahrscheinlich von Zürich bis nach Bangkok umsteigen. Gut, kein FIFA-Mitglied steigt in Bangkok einfach um. Und dann Australien und dann... Übrigens, da kann ich mal meine fundamentale Bildung raushängen lassen. Wissen Sie, warum Tasmanien Tasmanien heißt? Wissen Sie das? Wollen Sie das wissen? Weil der Mann, der Tasmanien entdeckt hat, der hieß Herr Tasman. Ja, wenn Herr Helmut zum Beispiel entdeckt hat, hieß es jetzt Zerlettchen. Aber es heißt Tasmanien. Tasmanien! Und ich habe es gelesen, das war das Schicksal von Herrn Tasman. Er hat Tasmanien entdeckt und Australien nicht bemerkt. Sehr tiefgründig. Tasmanien entdeckt und Australien nicht bemerkt. Er hat nie die Speisen dort gegessen. Ich glaube, eine Kommission und eine Delegation wird Charles Dempsey, den 78-Jährigen, Kalk-Oldi, empfangen auf dem Flughafen und er wird die Gangway küssen mit den Worten, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ich finde, Franz könnte ihm Handy schicken. Charles Dempsey! Der Kontakt zu Ihnen, meine Damen und Herren, wird immer enger. Ich weiß nicht, ob Sie es auch empfinden mit unserem Auftritt im Internet. E-Mail, alles können Sie uns schicken. Das ist übrigens unsere E-Mail-Adresse. Wir werden Ihnen gleich nochmal ganz präzise einhämmern fürs Wochenende. Jetzt aber erst für alle die Millionen, die uns noch auf dem traditionellen Weg erreichen. Per Post. Nicht einfach für mich, so spät zwei Ps knapp hintereinander zu sprechen. Per Post. Zumal in meiner Heimat sagt man, mit der Post. Ja. Muss ich auch mühsam lernen im Sat.1 Sprachlager. Per Post. Das ist Harald Schmidt, Schanzenstraße 39, 51063 Köln. Und Briefe, das wissen Sie, die bringt bei uns nicht irgendwer. Briefe, die bringt bei uns der Letterman. Vielen Dank, Letterman. Ja.
Der erste Brief kommt von Luisa. Viele sagen Luisa. Nein, es heißt Luisa. Denn zwei Vokale hintereinander werden abgesetzt artikuliert. Luisa. Luisa. Von Luisa Klein aus München. Sie schreibt: Lieber Harald Schmidt, mit der Bitte um Kenntnisnahme schicke ich Ihnen diesen Ausschnitt eines Fotos vom Hauptbahnhof Hannover, aufgenommen im letzten Jahr. Mit vielen Grüßen, Luisa Klein, München. Und sie schickt uns dieses Bild. Wir haben es gestern schon erzählt, sehr schön. Unsere Kunden-WCs finden Sie während des Umbaus auf dem Ernst-August-Platz. Jetzt schreibt Firma Seebach. Wir haben hier vor einiger Zeit Dixie-Toiletten präsentiert. Den neuen Dixie-Toiletten-Kalender. Und ich habe gesagt, um mich nicht dem Vorwurf des Product Placements, der Schleichwerbung auszusetzen, wenn Sie auch Hersteller von mobilen Toiletten, von Wanderscheißhäusern sind, dann schreiben Sie uns bitte, dann weisen wir auch auf Ihr Produkt hin. Jetzt schreibt mir die Firma Seebach Deutschland GmbH aus Berlin. Sehr geehrter Herr Schmidt, in Bezug auf Ihre Sendung vom 24. Mai, in der Sie einen Kalender der Toilettenfirma Dixie Toi 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 kommentierten, möchten wir mitfallen, dass die Firma Seebach gibt. Wir sind nicht nur in Deutschland tätig, sondern auf internationale Ebene. Die chemische Miettoilette ist zwar nicht von uns erfunden worden, aber das selbstreinigende System. Durch eine Hebelwirkung wird ein kompletter Reinigungsvorgang ausgelöst. Dieses Konzept ist weltweit patentiert. Wir haben keinen Kalender mit nackten Frauen, da sind wir aber sehr dankbar, sondern Sie haben dieses sympathische Aufstellhäuschen. Da steht wahrscheinlich beim Seebach Miettoiletten mit patentierter Hebelwirkung Verleih. 58 Mark pro Woche, dafür kann man es nicht selber machen, finde ich. Oder? 58 Mark pro Woche. Marketingmanager wollen wir auch noch zeigen. Der Marketingmanager, wenn Sie das bestellen wollen, ist Carlo Lapadula. Lapadula, hallo? Wer ist bitte? Moment, ich fahre gerade in den Tunnel. Lapadula. Mensch, Carlo, wo bleiben die Toiletten? Ich habe letzte Woche losgeschickt. Ich verstehe auch nicht, esto. Ich habe so Stress mit den Lieferanten. Dann haben wir noch, das zeige ich noch schnell, ich weise gerade auf unsere E-Mail-Adresse hin, aber den Kalender zeige ich noch. Seebach, Servizio Bagni Chimiche. Das heißt, auch in Italien scheint Seebach Chemotoilette zu Hause zu sein. Und ich habe erst den Kalender nicht ganz begriffen, weil ich dachte, schauen Sie hier, man macht den Kalender um. Ja, ach so geht er, ja, jetzt habe ich so geht das, ja. Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio. Also Luglio, das ist schon der Monat für den Strand, oder? Luglio. Luglio. Agosto, Settembre, Oktober, November und so wieder Weihnachten. Dezember. Ich glaube, das hat alles Herr Carlo Lapadula eingefädelt, oder? Hör mal, ich habe so viele Verwandte da unten, die können für dich aufstellen. Schicke mal ein paar Toilette runter. Dann habe ich einen Brief bekommen aus Behlen, aus 48361 Behlen. Und zwar, wir sind eine Gemeinschaft von mehr als 150 Messdienerinnen und Messdienern. Wir versehen unseren Dienst am Altar bei der Heiligen Messe als Helfer der Gemeinde des Herrn. Da es der Auftrag der Kirche ist, Gemeinschaft zu schaffen mit Gott, ist das auch unser Auftrag. Auch die Messdiener können Sie bereits anmailen, nämlich messdiener.behlen@gmx.de. Aber für mich, den alten Trottel, hat man nochmal Briefmarken mitgeschickt. Das ist schön. Hier, Briefmarken. Und ich finde, was ist das denn überhaupt hier drauf? Kulturstiftung Leonhard Kern. Wer sind denn die zwei? Kennen Sie die? Kennt man nicht, oder? Ich glaube, das ist ein später Lapadula. Auf dem Marktplatz von Florenz, von Firenze. Und man hat mir, sehr geehrter Herr Schmidt, die Messdienergemeinschaft Behlen erstellt im Laufe des Jahres immer ein oder zwei Messdienerzeitungen Folgendes. Liebe Messdiener, ihr habt mir einen Fragebogen geschickt, den ich euch gerne hier beantworte in der Sendung. Allerdings, ich war nie Messdiener. Da habt ihr mal wieder nicht richtig aufgepasst. Nein, ich war immer Organist.
Hilfsorganist. Während ich oben in die falschen Tasten griff, ja, sag ich, man hat ja als Organist oben einen kleinen Spiegel. Man spielt ja so, dann ist hier ein kleiner Spiegel, damit man unten sieht, wenn der Pfarrer den Kelch wieder abgedeckt hat. Solange greift man noch ein bisschen C-Dur, F-Dur, G7, A-Moll, C-Dur. Da merkt man jetzt noch nicht fertig. Und da. Sah ich die Messdiener unten stehen und dachte, give me your private number. Und dann, ja, ein Helmut Berger Satz. Hat Helmut Berger mal zu mir gesagt, na, show, give me your private number. Mit welchem Alter sind Sie Messdiener geworden? Nie, liebe Messdiener. Aber trotzdem kann ich ja den Messdiener-Fragebogen ausfüllen, weil ich viel über Messdiener weiß. Können Sie sich noch erinnern, in welchem Jahr Sie ein- und in welchem Sie ausgetreten sind? Ja, nie. Wie hieß Ihre Pfarrgemeinde? Das ist auf jeden Fall St. Johannes in der Diaspora. Wie lange waren Sie in Messdiener? Nie. Gab es auch Messdienerinnen zu Ihrer Gemeindezeit? Nein, damals war die Welt noch in Ordnung. Ja. No, 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 no. Wie viele Messdiener gab es in Ihrer Gemeinde zu Ihrer Messdienerzeit? Ungefähr 20. Hat der Pastor Kaplan, hieß bei uns Pfarrer, kommt mir nicht mit diesem neumodischen Klump, ja, bei Ihnen die Messdienerausbildung geleitet oder ältere Messdiener? Beide. Beide. Der ältere Messdiener war ein unglaublicher Wichtigtuer. Und es hat auch noch geleitet der Küster oder wie wir sagen, der Messner. Und zwar erfolgte eigentlich die Messdienerausbildung in St. Johannes Nöttingen, muss man sagen, hauptsächlich durch einen gezielten Schlag auf den Hinterkopf. Hat keinem geschadet. Pass auf, du Dackel! Es war so, an Heiligabend knieten alle Messdiener vor einem Schaltkasten mit 10 Schaltern. Es standen da die zwei ältesten Messdiener, die das durften, der Messner und der Busfahrer, der die Kirchenbesuche von außerhalb zur Kirche gebracht hat. Und wenn gesungen wurde, Stille Nacht, Heilige Nacht, ja, dann bekamen die beiden Messdiener einen Schlag auf den Hinterkopf und da mussten sie jetzt die Schalter runter. Und das war jedes Jahr. Weihnachten war im Grunde vermasselt, wenn das Licht nicht synchron ausging. Und dann gab es immer diese, wer darf den Weihrauchkessel schwenken? Waren meistens die Kinder vom Rechtsanwalt. Stand immer mit seiner Frau in der ersten Reihe rum. Und jeder wusste, oh, oh, oh. Gab es Gruppenstunden für die Messdiener? Ja. Wenn ja, wurden diese Gruppenstunden von älteren Messdienern vorbereitet? Naja, man brachte halt Getränke mit und sagt kein Wort zu Hause. So, wie waren die Gruppenstunden aufgebaut? Was wurde da meistens so gemacht? Schauen auch Kinder zu. Dann haben sie... Muss ich wirklich mal sagen, ich war ja Pfadfinder auch. Mir wurde vereinzelt im Pfadfinderlager von hinten an die Testikel gefasst. Wenn ich nicht schnell genug von vorne zupacken konnte. Und hat uns geschadet? Sind wir etwa keine normalen Männer geworden? Gesund, stahlen Steuern, gehen jeden Tag arbeiten. Also, so. Haben Sie auch mal etwas in der Messdienergemeinschaft vorbereitet? Nein, ich war ja nie da. Welchen Ruf hatten die Messdiener zu ihrer Zeit? Spitze. Haben Sie gerne mit Weihrauch gedient? Ich habe gar nicht gedient, sondern Zivildienst gemacht. Schon wieder eine neue Seite. Verbinden mit Ihrer Messdienerzeit, ich war nie. Woran denken Sie als erstes, wenn Sie eine Messdienerzeit, war ich auch nie da. Sind Ihre Kinder auch Messdienerinnen? Mal fragen. Nein. Leben Sie eigentlich immer noch in der Pfarrgemeinde, in der Sie damals Messdiener waren? Natürlich! Ganz schön anstrengend, diese 402 Kilometer jeden Abend zurück. Haben Sie heute noch guten Kontakt zu Ihrer Pfarrgemeinde abgebrochen?
Wurde lästig. Können Sie uns bitte mit einer lesbaren Unterschrift bestätigen, dass Sie diese Fragen auch beantwortet haben? Harald Schmidt, aber ihr habt es ja auch in eurem Kuppenfernseher gesehen. Köln, Datum 7.7.2000. Herr Schmidt, wir danken Ihnen für die Beantwortung unserer Fragen. Schön, ihr Lieben, das wird ausgehängt am Gemeindeeingang hinten. Und der Pastor trägt es auswendig am kommenden Sonntag nach dem Abendmahl vor. Ich frage ab. So, das war die Post, meine Damen und Herren. E-Mail-Adresse haben wir gesagt. Jetzt kommt mein erster Gast. Sie wurde geboren in Sibirien. Und dann sind ihre Eltern mit ihr nach Deutschland gezogen. Jetzt lebt sie in Zweibrücken. Sie ist Hallenmeisterin, Hallenweltmeisterin im Stabhochsprung der Frauen. 4,50 Meter persönlicher Rekord. Herzlich willkommen, Nastja Rüschig. Ich muss sagen, schön, dass du noch mal hier bist, denn du warst schon mal hier am 25. Mai, da war ich aber krank. Ja? Ja. Magen-Darm-Virus, die Show musste ausfallen. Und schön, dass du noch mal zu uns gekommen bist. Ist das eine Sportart, die es schon länger gibt für Frauen, Stabhochsprung? Ja, also international, das ist seit 1996 waren die ersten Europameisterschaften. Ja. Und dieses Jahr sind die ersten Olympischen Spiele. Aber in Deutschland ist es schon ein bisschen, also Deutschland ist ziemlich der Vorreiter in der Sportart. Aha. Die erste deutsche Meisterschaften hat, glaube ich, 1990 oder 91 gegeben. Ja, wirst du teilnehmen in Sydney bei den Olympischen Spielen? Ja, das steht noch nicht fest. Also die Qualifikation ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben Zeit bis zum 30. 31. Juli. Ja. Das sind die deutschen Meisterschaften. Ja. Da wird entschieden, wer mitfährt. Wie hoch musst du da springen? Also die Norm ist 4,40 Meter, die deutsche, ja, Norm. Ja. Die muss man zweimal schaffen. Und ja, und es kommt darauf an, halt, wie viele in Deutschland das schaffen. Ja. Entscheiden dann die deutsche Meisterschaften, viele mit, also wer mitfährt. Verstehe. Hast du schon mal geschafft in diesem Jahr? Nein, ich habe in diesem Jahr noch keinen so richtigen Wettkampf eigentlich absolviert. Warum? Das lief die ganze Zeit nicht so toll im Training und das hat halt keinen Sinn gehabt, irgendwie da auch im Wettkampf zu probieren. Wenn man dich sieht als attraktive junge Frau, ja, man könnte sich vorstellen, dass du auch oft keinen Bock hast auf Training, oder? Und sagst... oder? Sag, lass den Sport. Danke. Lass den Sport. Ich gehe in die Disco. Ist das so? Nein, also zumindest in diesem Jahr kann ich das von mir gar nicht sagen, weil man weiß, die Olympischen Spiele, das erste Mal die Chance, sozusagen die Geschichte zu schreiben. Ja. Nee, da habe ich eigentlich mich umso mehr irgendwie konzentriert und vielleicht habe ich mich zu sehr verkrampft und deswegen lief irgendwie am Anfang nicht so gut. Also ich habe eigentlich mehr mich konzentriert und mehr angestrengt als die ganzen Jahre vorher, wo es halt gut lief. Ja. Ja, was kann man in Zweibrücken zum Beispiel so machen abends? Ist das Rheinland-Pfalz? Ist das Rheinland-Pfalz? Das ist Rheinland-Pfalz, ja. Das ist Discos? So. Wir haben in Zweibrücken einen Disco, ja, unsere Stammkneipe sozusagen. Wie heißt die? Y. Y? Y. Oh, wir gehen ins Y. Gehen wir, ja? Nein, das heißt, gehen wir heute Abend ins Y. Hey, so wie wir früher sagten, wie weit ist noch bis zur Juhe? Ja, gehen wir heute Abend ins Y. Was läuft im Y für Musik? Alles. Also es gibt La Grotta, das ist Tanzcafé für Ältere. La Grotta, das wäre meine Welt. Ja, ja, genau. La Grotta. Im La Grotta im Yps. Dann, ja, gibt es natürlich Spice Club, das ist so technomäßig. Und dann, ja, gibt es halt normale Tanzfläche, große Tanzfläche, wo... Wo man mit dem Plateau schon abhaut, genau, bevor es dann zu 11 in den Golf geht. Ja. Wohin? In den Golf zur Nachhausefahrt. Seid ihr da immer schön vorsichtig? Viele, ja, Jugendliche fahren ja alkoholisiert oder mit Ecstasy und so weiter. Ja, sollte man nie machen, kleine Moral. Ecstasy, ja, das kennt ihr nicht für Sportler, das sind Drogen. Nee, also. Das ist eine kleine Wunderpille, ja, die ist blau und dann kann man 4 Stunden. Ah, davon habe ich gehört. Glaube, oder was ist? Kennst du dich da gut aus, ja? Ja. Ich kenne es. Ich habe eine Familienpackung heute Mittag geschluckt. Wo genau bist du geboren in Sibirien? In Omsk. 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 Wo liegt das? Ich meine, das ist ja Russland so wahnsinnig, ja, groß. Ja. Wo liegt das ungefähr? Ja, so, also das liegt in Sibirien, so in der Mitte von, ja, Sibirien. Ist da sehr kalt? Ja, das ist halt nicht das kalt, ganz kalte Sibirien. Zum Beispiel im Winter haben wir schon dann bis 40 Grad minus, aber im Sommer dann sind wiederum plus 40. Wirklich? Öfter mal, ja. Das, ja, ist aber richtig nicht auszuhalten, weil das ja Kontinentalklima ist.
und es verdammt trockene Luft. Ja. Und, schlimm. Wie alt warst du, als du weggegangen bist aus Sibirien? Ohne einen Monat 14. Also 13 Jahre, 11 Monate, das heißt ja, ja eigentlich schon so. Ja. Klasse. Toll. Sehr gut. Hast du jetzt aus dem Russischen nochmal übersetzt oder wie? Nein. Ohne einen Monat 14, ja. Das heißt, ich wollte halt nicht sagen 14, weil das wieder nicht stimmt, weil ich mit 13 weg bin. Aber halt nicht ganz 13, sondern fast 14. Ja. Also, ist es dir schwer gefallen oder bist du gerne weggegangen? Mir ist es schon verdammt schwer gefallen, weil die ganze Freunde und die Verwandtschaft, Oma, Opa, alle dort geblieben. Also ich bin sehr ungern mitgefahren mit meinen Eltern. Ich wollte auch eigentlich die ganze Zeit wieder zurück. Ja. Aber ja, nach einem halben Jahr habe ich gedacht, gut, okay. Wie seid ihr gefahren? Mit der Bahn? Ja, mit der Bahn? Ja, also wir sind von Omsk nach Moskau sind wir geflogen und dann von Moskau sind wir mit der Bahn gefahren. Man könnte aber auch mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren, oder? Von das wird aber... Ja, geht das? Das stimmt schon, aber 2 Tage dauert zwei das. Tage. Ja, ja. Das habe ich auch mal gemacht. Ich bin mit meiner Oma das erste Mal nach Moskau gefahren, um auf den Roten Platz und sich das alles anzugucken. Und dann sind wir mit der Bahn gefahren. Und wie ist es da in der Transsibirischen Eisenbahn? Wird da gekocht drin und Hühner geschlachtet und so, wie man es sich vorstellt? Oder? Nein. Ja. Nein. Ich dachte, ich habe mal Dr. Zhivago gesehen, weißt du? Ja. Und da stehen immer die Frauen mit Pelzmützen draußen und heulen im Zug. Ja. Und drinnen sitzt Oma Sharif und liest den Text von Karten. Es gibt Tee. Es wird Tee gekocht, ja. Von es wird Tee? Ja. Was heißt Oma auf Russisch? Babuschka. Das heißt wirklich so, ja? Ja, Babuschka. Babuschka. Ja. Du sprichst noch perfekt Russisch oder hast ein bisschen verlernt? Nee, weniger. Ich meine, zu Hause mit meinen Eltern rede ich nur Russisch, deswegen. Ja. Ja. Aber, und du hast hier erst Deutsch gelernt in Deutschland? Ja, also vorher sprichst, kein Wort. Ja, aber sprichst perfekt und mit einem tollen Akzent, ja? Dieser Akzent ist ja eigentlich so wahnsinnig viel wert, ja? Weißt du, das gibt so dieses Exotische, sehr reizvoll. Mhm. Ja. Das Pfälzische? Nee, das Pfälzische. Das hört man überhaupt. Jetzt habe ich gehört, Pfälzische. Ja. Kennst du auch diesen berühmten Pfälzer Satz? In der Palz geht der Para mit die Pfeife in die Kirche. Ja, gehört schon, gehört, ja. Man spricht jetzt? Jo, hab ich schon. In Zweibrücken spricht man Pfälzisch. Was ist die nächste größere Stadt? Kaiserslautern? Ja, Kaiserslautern und dann Frankfurt. Und Frankfurt, ja. Aber da merke ich wieder, ja, Kaiserslautern, aber Frankfurt, ja. Für dich ist doch eher Frankfurt. Ja, zum Flughafen halt fahren wir als dorthin. Musst du dann eigentlich immer den Stab so in der Straßenbahn mitnehmen oder was? Ist das nicht sehr lästig als Sportgerät? In Zweibrücken haben wir keine Straßenbahn. Nur Busse fahren dort. Und das heißt, und privat kann man den so auseinandernehmen, zum Beispiel die Klitschkos, nee, also, ja? Die schlagen sich einfach den Weg frei, wenn die öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Aber mit diesem Stab immer, Entschuldigung, darf ich mal rein? Ja, ja, genau so funktioniert das ja. Und mit dem Auto halt immer Gepäckträger brauchen wir und die werden oben festgeschnallt. Und ich sehe, du hast tolle Schuhe. Klassiker. Das sind tolle Schuhe, ja. Sowas hatte man früher zum Beispiel in Nürtingen. Die Landfrauen, die haben sich hinten einfach die Gummistiefel aufgeschnitten. Ja, weil sie nicht mehr reinkamen. Aber heute ist das hin. Ja, das habe ich dem Sponsor zuliebe gemacht, Nike. Das ist dein Sponsor? Das ist mein Sponsor, ja. Ja, wir sind ja verrückt nach Adidas hier in der Show. Ja. Ja, Entschuldigung. Und die Männer im Team riechen wie ein Puma. Nein, aber es ist sehr fest. Das Kleid auch von Nike? Nein, also die Schuhe sind von Nike und ich habe versprochen, dass ich die für die Show anziehe. Und dann musste ich halt lang suchen, dass ich irgendwas Passendes im Grün zu den Schuhen finde. Und? Das habe ich gefunden. Und Achtung, Scham, zu deinen Augen. Ja. Babuschka. Ja. Was ist der nächste wichtige Wettbewerb? Ja, ich denke mal, ich würde jetzt in die Saison am 20. Juli in Salamanca einsteigen. Und dann sind halt am 30., 31. die Deutsche Meisterschaften. Das ist dann das richtig Wichtige. Also, wir drücken dir sehr die Daumen. Wir brauchen dich unbedingt in Sydney. So eine attraktive Repräsentantin des deutschen Sports. Und dann freuen wir uns, wenn wir dich kurz vorher nochmal hier sehen, um zu hören, ob es geklappt hat. Ja? Dankeschön. Nastja. Alles Gute, vielen Dank für den Besuch. Nastja Rüschig, und das ist das Buch von Michael Ross, das ab heute danach lächt, von Ihnen gekauft zu werden in einer Buchhandlung gleich in Ihrer Nähe. Die Börse, hier ist Mr. Telebörse. Herzlich willkommen, Michael Ross. Ich freue mich, dass Sie mal hier sind, weil ich sehe Sie gerne. Ja, ich sehe dich auch immer. Ja? Ja. Wirklich? Jeden Abend? Nicht jeden Abend, denn man hat ja abends auch schon mal was Besseres zu tun, aber wenn die Zeit da ist, was denn zum Beispiel?
Ja, beispielsweise Urlaubspläne spielen. Ja? Hm? Wohin? Ich habe gehört, immer nach Ibiza? Meistens nach Ibiza, weil das ist so schon schnucklig und sehr erholsam, sehr ruhig, sehr leise. Ibiza ist schnucklig? Ja, ja. Die Leute aus unserem Team fliegen nur runter, um sich zuzudröhnen und partymäßig dermaßen die Sau rauszulassen, zum Teil mit Österreichern, das ist eine Saukraustier. Ja, aber das kann ich ja nicht als Telebörsenmoderator. Das ist richtig. Ich bin immer an einsamen Buchten. An einsamen Buchten? Ja, ja, klar. Ganz Waren die schon vorher einsam oder werden die erst? Hier ist Buch hier. Ist ganz schön dick. Ja, war auch viel Arbeit, das zu schreiben. Ja. Aber es musste ja nun endlich mal ein Buch geschrieben werden zur Börse, denn es gibt ja so wenig. Und das, was Sie da in den Händen halten, das ist so eine Art Kronjuwel der deutschen Börse. Das war mein erster Eindruck. Ich habe es aufgeschrieben. Es ist groß gedruckt. Das hilft schon mal viel. Nee, Buch, das nicht unbedingt. Das? Nur die wichtigen Sätze sind groß gedruckt. Barbara Fritsch, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ach, die hat es uns geschickt. Die hat da lag noch die Karte drin. Ja. Da steht zum Beispiel 10 Tipps für eine erfolgreiche Aktienanlage. Erstens, in aller Ruhe überlegen, was man kaufen will. Ja, das ist ziemlich wichtig, denn die meisten Leute, die jetzt neu an die Börse gekommen sind, die schauen da auf das Laufband von NTV, sehen eine Aktie steigen und springen mit drauf. Ja. Das sind natürlich diejenigen, die in der letzten Zeit ziemlich viel Geld lassen mussten an der Börse. Ne? Obwohl Sie ja immer warnen, ne? Das muss man schon sagen. Ich meine, Sie müssen sich ja eigentlich neutral verhalten als Moderator, oder? Aber man kann bei Ihnen so mit durch den Kommentar raushören, so ein kleines, tja, wer hätte das gedacht? Wir sind natürlich alle nur Menschen. Manchmal ist man schon ein bisschen euphorischer dabei, manchmal ein bisschen nachdenklicher. Ja. Aber wir bemühen uns schon sehr objektiv, an die Sache ranzugehen. Ja. Ja. Aber Sie können nicht zum Beispiel haftbar gemacht werden, wenn jetzt einer auf Kredit, auf 20 Millionen Mark, was kauft so? Die Zuschauer sind manchmal ganz, ganz merkwürdig. Also sie denken, wenn wir eine Aktie in der Sendung haben, die aufgrund einer Nachricht gestiegen ist und wir die Nachricht dann verlesen, dass wir die Aktie pushen würden oder empfehlen würden. Davon kann natürlich keine Rede sein. Die Telebörse empfiehlt keine Aktie. Manchmal ist man aber sehr überrascht über den Zustand unserer Zuschauer. Die meisten sind natürlich sehr intelligent. Manche rufen aber auch an und sagen, hören Sie mal, was sind das eigentlich für Striche da auf Ihrem Laufband? Minuszeichen für den Zahn. Das finde ich aber auch nicht schlecht. Ja? Der Kollege meint sich, was sind das für Striche? Ja. Ja, das ist das, was Sie in den Ruin treibt. Arbeiten Sie dann? Oder? Nee, kann man nicht, man muss nicht da schon unbedingt. Aber ich meine, das zeigt doch an und deshalb auch dieses Buch, dass viele, viele Leute von der Börse noch nicht so viel Ahnung haben, glauben, dass das ja auch was Hochkompliziertes, was Wissenschaftliches dabei ist. Börse wirklich kinderleicht und ganz einfach. Und das kann man eben in diesem Buch sehr gut nachlesen. Es ist besonders an die Leute gerichtet, die schon immer mal wollten, sich aber bisher noch nicht trauten. Zum Beispiel Nokia und Ericsson. Ja? Da geht ja die Kurve sowas von nach oben. Wahnsinn. Da hinten, wo es jetzt eigentlich wieder runtergeht, da war dann Ihr Buch schon fertig, ne? Nein. Also Nokia und Ericsson sind immer noch sehr gute. Sind noch gut. Ja. Aber waren schon mal besser. Aber das ist ja eigentlich ein berühmter Satz. Diesen Satz brauchen Sie als Börsianer, zum Beispiel hier bei Ericsson oder bei Nokia. Mensch, wenn ich 98 gekauft hätte und liegen gelassen. Ja, die Familie hätte, ist die reichste in Deutschland. Das ist es wirklich. Ja. Aber das ist wirklich auch ratgeberartig gedacht. Mutti, wir haben 20.000 Mark geerbt, was sollen wir machen? New Economy, Old Economy, kann man so richtig nachschlagen? Man kann alles nachschlagen, es ist sogar im Börsenlexikon drin. Ja. Und es zeigt Ihnen eben auch, wie Sie an der Börse vorgehen müssen. Man muss zum Beispiel keine Bilanz lesen. Eine Bilanz ist vollkommen langweilig, es ist ein graues Zahlenmeer, das man sich nicht unbedingt angucken muss. Ein kluger Kopf hat mal gesagt, also eine Bilanz ist vollkommen überflüssig. Sie ist wie ein Bikini. Sie zeigt nur das, was sie zeigen soll, und alles andere bleibt bedeckt. Hm, das ist richtig. Ja. Und in vielen Unternehmen ist die Bilanz eigentlich der reinste Tanga. Oder? Ja, denken Sie daran, also, dass wir viele Fälle gehabt haben von Unternehmen, die Milliardenverluste gemacht haben. Ja. Hypovereinsbank, jetzt auch der letzte Fall, Holzmann. Ja. Da gab es Aufsichtsräte, da gab es Bilanzen, da gab es alles, konnte jeder vorher nachschlagen, nur man hat es nicht gesehen. Man hat es eben erfolgreich verdeckt gehalten. Und deshalb sollte man sich von der Bilanz nicht zu viel versprechen. Viele Leute, die neu an der Börse sind, glauben, ja, man muss jetzt Mathematiker oder Betriebswirtschaftler sein, man muss diese Bilanzen lesen können. Ich sage, gucken Sie in die Augen des Unternehmenslenkers, fragen Sie sich selber, ob er ein Produkt hat, das auch in der Zukunft Überlebenschancen hat, und dann entscheiden Sie selber, ob Sie in der Lage sind, dieses Unternehmen zu kaufen insgesamt. Wenn Sie nämlich eine Aktie kaufen, ist das genauso, als wenn Sie das ganze Unternehmen kaufen. Wenn ich zum Beispiel in die Augen von Jürgen Schremp schaue, diese Augen strahlen Liebe und Wärme aus. Das Unternehmen verkauft Autos bis zum Abwinken. Und trotzdem funktioniert die Aktie nicht richtig. Weil die Börse keine Logik hat. Wenn die Börse logisch reagieren würde, dann bräuchten wir sie nicht. Börse ist vollkommen chaotisch. Börse ist zum Beispiel wie die Jahreszeiten. Es kann manchmal wie jetzt im Sommer bitter kalt sein und regnen. Ja.
Und dann haben wir eben im Sommer, im Spätherbst einen schönen Sommer und heiße Tage. Genauso ist es mit manchen Aktien. Sicherlich auch Daimler Chrysler gehört dazu. Ein fundamental super gutes Unternehmen, das also natürlich im Moment von den Anlegern nicht so sehr favorisiert wird. Warum nicht? Das muss aber nicht immer so sein. Können wir da nicht mal eine Aktion machen, wie bei der Expo oder so? Ja, oder könnte man jeder machen. Kauft jetzt mal einen Benz oder so. Aber ich meine, die Autos werden ja gekauft, es hat, nur die Aktien nicht. Es hat nichts mit den Unternehmenszahlen zu tun. Börse reagiert nicht notwendigerweise auf Fakten. Das steht auch in diesem Buch drin, das muss man auch begreifen. Mhm. Meistens gar nicht oder erst sehr viel später. Das ist wieder so ein Punkt, wo die Logik eben an der Börse nicht greift. Aber wer jetzt in so eine Aktie investieren würde, der hat sicherlich in den nächsten Jahren große Freude daran. Und es ist so umgekehrt wie im Kaufhaus am Wühltisch, wo irgendwas billig ist, wo alle zugreifen. Ja. Das passiert an der Börse nicht. Also wenn irgendwas billig ist, hält man eher Distanz dazu. Und da muss man eben als Börsianer ein Gefühl dafür entwickeln und sagen, so, da gehe ich jetzt aber rein. An der Börse kann nur derjenige erfolgreich sein, der nicht mit den Wölfen heult. Herr Mross, ich sag's nochmal. Die Börse, Michael Mross, in einem Buchhandel Ihrer Wahl. Schönen Dank. Ja, und gut DAX, sagt man, glaube ich, auf der Börse. Ja, genau. Ja, und einen schönen Urlaub. Michael Mross, meine Damen und Herren, bleiben Sie sitzen.